Hallo liebe Zuschauer und Freunde rationaler Verkehrspolitik. In aller Munde ist derzeit der Zustand unserer Infrastruktur. In den Fokus gerückt ist das Ganze durch die Sperrung der Autobahnbrücke Ramede auf der A45. Mich erreichen zahlreiche Briefe von betroffenen Personen und Unternehmen, die die nun eingetretene Sperrung der Autobahn als katastrophale Belastung ansehen. Das ist umso verwunderlicher, wenn die konkreten Umstände dieser Sperrung kennt. Aktuell ist ja sogar der ADAC in einer eigenen Studie auf den Zustand der Infrastruktur aufmerksam geworden. Fakt ist, dass diese spezielle Autobahnbrücke auf der A45 bisher keineswegs als dringend renovierungsbedürftig eingestuft wurde. Im September 2021, also ganz kurze Zeit vor der Sperrung, wurde diese Brücke im Zustandsbericht als nicht sanierungsbedürftig gekennzeichnet. Das ist besonders bedenklich, da es sehr viele Brücken in unserem Land gibt, die aktuell in der gleichen Einstufung sind wie diese Brücke in Ramede. Als politische Sofortmaßnahme fordern wir hier die Überprüfung aller Brücken, die sich im gleichen Einstufungszustand wie diese Talbrücke in Ramede befinden. Aber unabhängig von der Einstufung des Zustands haben wir ein eher anderes Problem in diesem Land. Auch für ein Straßenprojekt wie eine Autobahnbrücke brauchen wir eine umfangreiche neue Genehmigung. Wenn an die gleiche Stelle, wo die heutige Brücke steht, eine erweiterte Ersatzbrücke gebaut werden soll. Ja, unser Verkehrsminister Scheuer hatte vollmundig angekündigt, dass Ersatzneubauten zukünftig nicht mehr auf Umweltverträglichkeit geprüft werden sollen. Das geht aber nur dann, wenn diese Ersatzneubauten keine Erweiterungsmaßnahmen, das heißt weitere Fahrspuren, beinhalten. Genau für diese Brücke auf der A45 ist aber schon lange eine im Bundesverkehrswegeplan festgehaltener Ausbau auf 6 Fahrspuren beschlossen und vorgesehen. Und um diesen Zustand kurz zu beschreiben, ja, man könnte jetzt eine Autobahnbrücke ohne Umweltverträglichkeitsprüfung mit 4 Fahrstreifen bauen. Die beschlossene Erweiterung auf 6 Fahrstreifen kann man aber nur mit Umweltverträglichkeitsprüfung bauen. Ich will Ihnen das kurz erklären. Da findet also eine neue Umweltverträglichkeitsprüfung statt, also eine Prüfung mit den üblichen Maßnahmen, ob denn eine bestimmte Tierart hier gestört werden könnte oder ob das Klima gestört wird und. Wir brauchen das gar nicht im Detail ausführen. Sie wissen, man findet immer was, wenn man will. Es könnte also sein, dass im Rahmen dieser Planfeststellungsverfahren festgestellt wird, dass sich eine seltene Tierart angesiedelt hat und der Neubau der Brücke auf der A45, wohlgemerkt der Ersatzneubau, dadurch in diesem Land nicht stattfinden kann. Man kann in einem vernünftigen Land also offensichtlich eine bestehende Brücke nicht als Ersatz bauen. Aha, ist das noch ein vernünftiges Land? Sie sehen, die Bürokraten und natürlich die grünen Verhinderer in diesem Land werden unsere Straßeninfrastruktur in den nächsten Jahren zum Erliegen bringen. Natürlich ist das Ganze kein Problem der Bürokratie. Das Ganze ist ein rein politisches Problem. Die Menschen in diesem Land müssen lernen, dass die meisten ihrer Probleme an der Wahlurne entstehen. Die AfD setzt sich dafür ein, dass auch Erweiterungsvorhaben zukünftig ohne Umweltverträglichkeitsprüfung und damit mit beschleunigten Planfeststellungsverfahren als Ersatzneubauten umgesetzt werden können. Das geht. Das gilt übrigens heute schon für Bahnstrecken und Schifffahrtswege. Es ist also möglich, weil es genau da in die Ideologie der Grünen, Linken und auch der CDU reinpasst. Nur bei Straßenbauvorhaben hat man das gezielt verhindert. Das können Sie gerne im entsprechenden Gesetz nachlesen. Der Zusammenbruch unseres Landes bezüglich seiner Infrastruktur kann nur durch eine vernünftige Verkehrspolitik verhindert werden. Und die gibt es nur in Verbindung mit uns. Wenn Sie dazu Fragen haben, schreiben Sie mir gerne. Ich werde das beantworten. Vielen Dank.